Ja, wir kommen bei Opal direkt. Also, ich möchte euch jetzt hier ein Stück zeigen. Davon habe ich ja schon einen Teil verarbeitet. Und den habe ich jetzt erst im Jam Club geschnitten. Und hier ist die Säge deutlich größer. Und man sieht hier schon die Adern. Hier ist schon aufgebrochen, die Ader. Und auf der Seite sieht man auch noch jede Menge. Und den mache ich jetzt ganz kurz nass, um zu zeigen, letztendlich, wie viel Potenzial das Stück hat. Ich hoffe, dass man das Farbenspiel einigermaßen erkennen kann. Und das sind die Adern, da habe ich schon solche Anhänger gemacht mit diesem tollen Blau-Grün, die relativ schnell weggegangen sind. Und hier habe ich jetzt praktisch noch nichts am Zeichen eingegrindet, dass man sieht ein bisschen, wo die Adern hingehen. Dann geht es hier darüber und dann muss ich dann entscheiden, wann ich was aufbreche. Also im Regelfall entscheidet eigentlich immer der Stein. Und jetzt sieht man hier auf der Seite nochmal dieses tolle Blaugrün, was den Leuten wirklich so sehr gut gefallen hat. Ja. Und da werden dann einige schöne Stücke rausgeschliffen. Und ich sage dann natürlich, wie gewohnt, recht herzlichen Dank fürs Zugucken bei Opal direkt und bis zum nächsten Mal.